Howdy meine Deko-Freunde und ganz herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeige, was TK Maxx an Weihnachtsdeko verkauft. Falls dir dieses Video gefällt, dann lass mir gerne einen dicken Daumen nach oben da, das würde mich mega freuen. Abonnier meinen Kanal, dann bist du immer up to date und verpasst keine Videos mehr von mir. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich muss ehrlich sagen, seitdem ich das letzte Mal im TK Maxx war und die Weihnachtsdeko gefilmt habe, muss ich sagen, dass jetzt halt nicht so viel Neues dazu gekommen ist. Ich habe mir meine Glocke dann auch noch mitgenommen, die ich für meinen Weihnachtsbaum als Deko kaufen wollte das letzte Mal. Die anderen kleineren Glocken in Rot, die waren leider nicht mehr da. Ich habe aber auch was anderes gefunden als Ersatz. Der TK Maxx hatte hier aber auch ganz viele Verpackungsmaterialien da, seien es jetzt Boxen oder auch Tüten. Das fand ich auch ganz süß, auch in ganz vielen verschiedenen Variationen und Ausführungen. Die meiste Deko, die war eben auch in Silber gehalten und eben recht modern, was jetzt halt leider nicht mein Geschmack ist. Ab und zu waren auch ein paar traditionelle Sachen in Rot vorhanden, manches auch in Gold und ein bisschen auch mit Holz, aber überwiegend eben in Silber und Weiß und Glitzern, und das ist jetzt leider nicht so mein Geschmack, aber vielleicht für den einen oder anderen da draußen. Und deswegen habe ich mir gedacht, filme ich euch, was der TK Maxx jetzt noch so an neuer Weihnachtsdeko da hat. Es gab auch ganz viele verschiedene Weihnachtskugeln in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Größen und Farben. Das fand ich ganz cool. Also da ist für jeden Geschmack was dabei. Das fand ich auf jeden Fall total super. Und diese Ornamente, die fand ich auch ganz cool. Das sind halt ganz viele verschiedene gewesen, ganz unterschiedliche. Und wenn man dann jetzt einen bestimmten Geschmack hat, wie man seinen Weihnachtsbaum zum Beispiel dekorieren will, dann findet man da auf jeden Fall was. Ich habe da auch so 3-4 Sachen gefunden, die ich mitgenommen habe. Und ich denke, da ist für jeden Geschmack was dabei. Was ich am allercoolsten fand, war, dass die eben extra Weihnachtsdecken draußen hatten. Es war zwar nicht mega viel, aber es waren auf jeden Fall ein paar. Damit hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht gerechnet. Die hatten ja auch im Herbst oder zu Halloween ein paar gehabt und auch Kissen. Aber wie gesagt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Deswegen war ich da total perplex. Die sind auch richtig weich gewesen. Ich glaube, das war so ein bisschen Vlies oder irgendwie ein ganz weicher Stoff. Also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was es genau für ein Stoff war. Und die Mama, die hat netterweise dann auch immer nachgeschaut, wie viel die einzelnen Decken kosten. Und die waren halt eben auch, ja, die hatten unterschiedliche Preiskategorien. Ich glaube, die waren auch unterschiedlich groß und dick und deswegen haben die ein bisschen mehr gekostet. Als ich diese Zuckerstangenornamente gesehen habe, war ich erst einmal hin und weg, weil ich eigentlich schon ewig noch sowas gesucht habe. Ich wollte meinen Weihnachtsbaum dieses Jahr auch eher im amerikanischen Stil dekorieren. Habe es mir dann aber anders überlegt und ich habe sie nicht mitgenommen, weil ich sie dann von nahem nochmal angeguckt habe und dann sahen die nicht so toll aus. Aber stattdessen habe ich mir dann was anderes mitgenommen, was genauso schön war.
Und hier kommen dann eben die Glöckchen, die ich jetzt mitgenommen habe als Weihnachtsbaumschmuck. Die fand ich so süß, ich konnte die nicht da lassen. Das waren auch die einzigen, deswegen habe ich sofort zugegriffen und die mitgenommen. Denn bei TK Maxx ist es immer so, der hat nichts auf Lager und stellt halt eben alles raus, was er hat. Und was weg ist, ist einfach weg. Also wenn euch etwas gefällt, dann nehmt es einfach sofort mit, weil meistens war es bei mir nämlich so, dann habe ich es am Ende bereut. Genauso wie mit meinem roten Glocken, die ich ja letztes Mal gefilmt habe, wo ich gesagt habe, nein, die nehme ich jetzt noch nicht mit, die werden bestimmt noch da sein das nächste Mal, wenn ich komme. Und leider waren sie halt eben weg. Ich hatte halt das Glück gehabt, dass ich eben meine andere Glocke im rustikalen Stil in Rostfarben noch gefunden habe, die noch ein einziges Mal vorhanden war. Und dann habe ich die natürlich sofort geschnappt und eingepackt. Also wie gesagt, wenn euch was bei TK Maxx gefällt, nehmt es einfach sofort mit, weil sonst ist es leider vergriffen. Am allertollsten fanden meine Mama und ich diese Geschirrtücher. Schaut euch die an, meine Freunde. Die sehen so toll aus und die sind so putzig. Das sind so typisch amerikanische Geschirrtücher, die man überall in Amerika kaufen kann, sei es in Target oder in Home Depot. Und die fanden wir so toll, dass wir dann eben natürlich, wie soll es auch anders sein, ein oder zwei Packungen mitgenommen haben. Und die haben wir uns dann geteilt. Und die waren so schön, aber ich werde die auf keinen Fall zum Geschirr abtrocknen benutzen, sondern einfach zur Deko, weil die einfach viel zu schön sind. Und hier hatte TK Maxx sogar noch Halloween-Deko übrig, alles reduziert. Also falls ihr einen TK Maxx in der Nähe habt, dann guckt mal vorbei. Vielleicht hat er sogar jetzt kurz vor Halloween noch ein bisschen was. So, und dann zeige ich euch noch, was ich heute alles mitgenommen habe. Nicht nur bei TK Maxx, sondern auch bei Woolworth. Das hier ist eben diese große Glocke, die ich vorhin erwähnt habe. Die hat 3,99 € gekostet. Und dann hier nochmal die kleinen Glocken. Die Socken, die gab es bei Woolworth für 1 €. Und die Holzsterne habe ich beim Euroshop gefunden als Weihnachtsbaumschmuck. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, stay wild and howdy!